Willkommen. Zunächst muss ich mich in dem System mit meinem Nutzernamen und Passwort einloggen. Die Oberfläche des Systems teilt sich in drei Bereiche. Auf der linken Seite die Navigation. Im Augenblick befinde ich mich im Dokumentenordner. Der kann beliebig viele Unterordner enthalten, aber auch zum Beispiel Bilder oder auch PDFs. PDFs kann ich direkt im Browser anschauen. Darüber hinaus gibt es auch direkt im Browser verfasste Texte. Die Navigation auf der linken Seite kann ich verkleinern, wenn ich zum Beispiel ganz viele Objekte vor mir habe, oder auch vergrößern, wenn die Vorschaubilder besonders wichtig sind. An die Vorschaubilder komme ich auch direkt, indem ich mit der Maus über die entsprechenden Einträge gehe. Die Navigation auf der linken Seite kann ich verkleinern oder ausblenden und auch wieder einblenden, zum Beispiel wenn ich mich auf den Text konzentrieren möchte. Neben den Dateiinhalten gibt es einen Bereich mit Nutzern. Das sind alle Nutzer, die sich in das System einloggen können. Es gibt Ressourcen, wie zum Beispiel Beamer oder Besprechungsräume, Dinge, die ich zu Terminen hinzubuchen kann und eine Art Adressbuch, in dem ich Adressen hinterlegen kann. Es gibt verschiedene Arten, Objekte hinzuzufügen. Ich kann zum Beispiel auf diesen Button hier klicken. Dadurch werden nachher Objekte hochgeladen. Ich kann das Plus benutzen, um Objekte hinzuzufügen. Neben dem Plus-Werkzeug gibt es auch nochmal eine direkte Werkzeugleiste an den Objekten selber. Dort finde ich Metainformationen, Beschreibungen und Tags. Ich habe einen Button, um das Ganze zu bearbeiten. Ich kann das Objekt löschen und ich finde auch direkt objektbezogene Befehle. Dazu auch später mehr in einem Tutorial. Die Werkzeugleiste findet sich, auch wenn ich ein Objekt aktiv anzeige, auf der rechten Seite. Auch hier kann ich wieder editieren oder mir die Informationen anzeigen lassen. Beim Editieren eines Objektes kann ich im Regelfall den Titel ändern. Ich kann den Inhalt ändern. Ich kann die Metadaten ändern, Tags hinzufügen oder auch die Beschreibung ändern. Was auch immer ich gemacht habe, durch den Speicherknopf wird das Ganze gespeichert. Dabei wird die Volltextsuche aktiviert und das Vorschaubild auf der linken Seite wird auch aktualisiert, was man hier gerade gesehen hat. Auf der rechten Seite ist der Bereich zum einen mit den Nachrichten. Nachrichten können an mehrere Nutzer geschickt werden und sind eine Art Mischung aus Diskussion, E-Mail und Sofortnachricht. Neben dem Nachrichtenbereich auf der rechten Seite gibt es auch den Terminbereich. Das heißt, ich kann in dem System Termine anlegen, zu dem auch wieder Leute eingeladen werden können und die dann den Termin auch in ihrem entsprechenden Kalender sehen können. Zuletzt auf der rechten Seite die Suche. Ich kann ein Wort eingeben, es wird eine Live-Suche aktiviert, wo ich dann direkt auf den Eintrag klicken kann. Oder ich kann auch, wenn ich das Wort eingegeben habe, Return drücken oder auf das entsprechende Symbol klicken und ich komme dann direkt zu dem Eintrag. Vielen Dank.